So, ich muss die Kamera heute mal selber halten. Ich habe keinen Kameramann und keine Kamerafrau. Also von daher mache ich selber. Hi, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooters. Wir haben leider lange nichts voneinander gehört, was einen Grund hatte. Und der Grund liegt oder steht da hinten. Ihr könnt es noch nicht sehen. Es hat viel zu tun gegeben. Und ich habe viel gemacht. Und deswegen war es einige Wochen sehr still, weil ich wirklich sehr, sehr viel gebaut habe. Denn alles, was ihr jetzt gleich sehen werdet, habe ich selbst gebaut. Von der ersten Schraube bis zum Kabel, bis auf zwei kleine Dinge. Aber das erkläre ich euch gleich später. Viel Spaß beim Video. Wir fangen mit dem Pörnchen an und dann erkläre ich euch hinterher, was ihr da so seht. Also, viel Spaß. So, ihr Lieben, jetzt wisst ihr Bescheid. The next big thing ist ein Prüfstand. Mann, war das eine Arbeit, ich kann es euch sagen. Also, das ist der Grund, warum ich so lange abstinent war, warum ich so lange vom Bildschirm verschwunden war, weil ich wirklich viel zu tun hatte. Corona-bedingt kommt man ja auf die eine oder andere blöde Idee, das wisst ihr selber. Und ich habe dann so hier zu Hause gesessen und gesagt, pff, hast alle Projekte weggeschraubt, was könntest du ja mal machen, worauf hast du denn Bock? Und mir fiel immer auf, dass ich halt zu Prüfständen hinfahren muss und immer fragen muss, wie sieht's aus, darf ich mal drauf, kann ich mal bei euch was machen und so weiter. Dann hast du auch immer nur eingeschränkt Zeit. Und da ich schon lange Zeit Bock auf den Prüfstand hatte, habe ich gesagt, gut, gehst es mal an. Und dann habe ich das gemacht. Und aus so einer wirren Idee wurde dann tatsächlich, boah, ich bin am Schwitzen, es ist so bulleheiß. Wenn das Video kommt, ist diese Hitzewelle schon vorbei. Aber jetzt im Moment ist gerade Hitzewelle. Ne? Also hier im Prüfstandsraum sind gefühlt 68 Grad. Das Eiweiß in den Eiern gerinnt. ja, ihr seht, ich habe auch schon was zu trinken dabei. Ich muss mal was. Es ist furchtbar, furchtbar warm. Also, Werbung habe ich extra, ne? Wir dürfen ja nicht werben. Sonst kommt die Internetspolizei und sagt, geh nach Hause. So, also, ich habe mir einen Prüfstand gebaut. Ich habe den tatsächlich von der ersten Schraube bis zum letzten Kabel selbst gebaut. Hatte da an der einen oder anderen Stelle Hilfe. Da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei dem Olaf, bei dem Kiki, bei dem Stefan.
Und in, ja, eigentlich in erster Linie direkt beim Dietmar. Ich habe mir einen Lutz-Prüfstand gekauft. Lutz wird dem einen oder anderen aus dem Rennsport oder aus der Szene schon was sagen. Also Lutz baut Prüfstände. Lutz Racing, das ist der Dietmar Mauerbauer, die kommen aus Österreich und machen wirklich coole Sachen. So. Ich hatte mir auch ein Konkurrenzprodukt angesehen und mir auch ein Angebot eingeholt. Aber da ist man dann so schnell fünfstellig gewesen und da habe ich gedacht, nö. Und da wäre also der reine Prüfstand fünfstellig gewesen und das stand für mich nicht zur Disposition, weil mein Budget war vierstellig und ich wollte das halt so günstig wie möglich halten. Also bin ich auf die kluge Idee gekommen, ich kaufe mir mein Holz selber, bis ich wusste, was Holz kostet in der aktuellen Zeit. Und habe dann angefangen zu planen. Also ich habe mich hingesetzt, habe mir überlegt, wie groß muss der Raum sein, was will ich drin haben, wie viel Fläche brauche ich, wie viel Platz brauche ich. Und habe dann angefangen, diesen Raum zu zeichnen und mir dafür dann eine Konstruktion einfallen zu lassen. Während ich so erzähle, blende ich das euch alles immer mal ein, sodass ihr sehen könnt, das ist natürlich blöd, wenn man während des Videos Cola trinkt. Ne? Dann muss man immer Bäuerchen machen und dann ist das ein bisschen doof. Also bitte entschuldigt, aber es ist einfach bullewarm. Wenn so Unterhosen Körper 1 werden, dann wird es nicht lustiger. So, weiter geht's. Also ich habe den ganzen Raum selbst geplant, also habe eine Zeichnung angefertigt, habe die Bemaßung dran geschrieben, dran gepinselt und habe mir dann von einem Schreinerunternehmen das Konstruktionsholz zusägen lassen. Und ich sage auch bewusst, was das gekostet hat, damit ihr eine Idee habt, was es vielleicht euch kosten könnte, wenn ihr einen Prüfstand baut. Ihr wisst ja, ich bin ja immer sehr transparent. Also das ganze Holz, also das Konstruktionsholz, sowohl die Platten, die außen und innen verschraubt sind, haben gekostet 1.800 Euro. Also das gesamte Holz lag bei 1.800 Euro. Das wäre vor einem Jahr wahrscheinlich für die Hälfte gegangen oder für ein Drittel. Aber es haben sich ja augenblicklich die Amerikaner entschlossen, den deutschen Holzmarkt leer zu kaufen. Und da stand ich also ganz hinten in der Reihe und war sehr erschrocken, was Holz kostet. Dann habe ich angefangen, die Zeichnung, oder beziehungsweise das, was ich mir gezeichnet hatte, auf den Boden hier zu übertragen. Habe dann angefangen, den Rahmen zu bauen. Habe angefangen, wann war denn das? Ich glaube, vor zwei Monaten ungefähr, habe ich angefangen mit Olaf und mit Kiki und mit der Malerette. Die Malerette weiß schon, wer gemeint ist. Ich kenne den Namen von der Malerette gar nicht, ich kenne ihn nur unter Malerette. Also die haben geholfen, weil diese Wände, also ich habe das in Systembauweise gemacht. Das heißt, ich habe jede Wand einzeln gebaut und die Wände dann hochgestellt und die Wände dann zusammengesteckt. Das seht ihr halt auch auf den Fotos. Und habe dann mich von Wand zu Wand vorgetastet, habe dann die Front gemacht. Bei der Front dachte ich mir dann, ja, da musst du auch eine Tür reinmachen und habe mir dann überlegt, was machst du für eine Tür rein? Habe mal bei Kleinanzeigen geguckt, da hat einer sein Haus abgerissen und da kam so eine wunderschöne Doppeltür, so eine Wohnzimmer-Doppeltür. Die war übrig und der wollte einen Fuffi haben, habe ich gesagt, alles klar, ich komme vorbei, schnell, schnell und habe mir die abgeholt. Das heißt also, der Eingangsbereich, wie ihr eben gesehen habt, auch im Pörnchen, das ist eine stinknormale Wohnzimmer-Doppeltür. Ist aber auch egal, weil ihr seht ja, ich habe ja überall die Schaumstoffmatten. So. Nachdem der Raum dann fertig war, hölzernerweise, habe ich den angefangen zu verkleiden. Also sprich außen und innen. Wobei innen war ja soweit schon alles fertig durch die Platten, aber dann auch von außen. Habe aber vorher die komplette Elektrik reingezogen. Das heißt, auch die komplette Elektrik habe ich selbst gemacht. Ich habe das ja mal gelernt. Also die komplette Elektrik selber gemacht, Steckdosen, Beleuchtung und so weiter, Belüftung, Absaugung, all den ganzen Kladderadatsch. Das heißt, hier ist zuschaltbar eine Belüftungsanlage, das heißt, die drückt richtig Luftvolumen hier in diesen Raum rein, damit die Absaugung den Abgasstrom dann auch entsprechend absaugen kann und dass hier immer Frischluft reinkommt. Ne? Sonst machst du dicke Augen, weil entweder Abgase oder hier wird ein Vakuum gezogen und hier kommen die Augen aus dem Kopf. Also Frischluft kommt rein und die Absaugung ist da. Das Ganze mit einem Feuer, ich gucke immer mal wieder hin, damit ich so weiß, was ich so gemacht habe. Feuerfesten Schlauch habe ich mir besorgt. Das ist richtig teuer, feuerfeste Schläuche. Eieieiei. Da muss man auch Geld auf den Tisch legen. Also ein feuerfester Schlauch legst du auch bei 300 Euro für 4 Meter.
Hätte ich auch nicht gedacht. Das sind so die Kosten, die dann, so dieser Kleinscheiß, der die Kosten dann hochtreibt. Die ganzen Kabel, die Elektrik, dann, das kann man immer schwer sagen. Ihr ein oder andere hat einen guten Connector, da kriegt er vielleicht vom Elektriker was geschenkt oder so. Aber ich habe hier schon so rund 50 Meter Leitung verbaut. NYM-J 3x1,5 und 5x1,5. Das wird den Elektrikern unter euch was sagen. Hab dann Abzweigdosen gebraucht, Steckdosen, Lichtschalter. Ich habe hier LED drin verbaut. Ich hoffe, man... Ich weiß gar nicht, also im Video, also in der Kamera sieht es jetzt einigermaßen gut aus. Ich habe LEDs verbaut, die flackern immer so ein bisschen. Je nachdem, mit welcher Frequenz du aufnimmst, flackert das immer alles so ein bisschen. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen vernünftig zu erkennen ist. Dann hatte der eine oder andere gesehen, dass ich auf meiner Facebook-Seite einen Aufruf gestartet habe. Ich brauche mal Schaumstoff. Da hätte der eine oder andere schon drauf kommen können und es sind auch ein paar Leute drauf gekommen und die haben gesagt, hör mal, was machst denn du? Baust du dir einen Darkroom? Willst du der Mutti quälen, dass es keiner hört oder machst du dir einen Prüfstand? Und da habe ich gesagt, ja, lass dich mal überraschen. Also da wussten einige schon, wo die Reise hingeht und wo die Richtung hingeht. Und ich habe durch einen Megakontakt aus Augsburg von einem Messebauer, das ist der Elmar gewesen, der hat gesagt, ey, ich habe Schaumstoff übrig, den kannst du haben. Und ich bringe dir den sogar vorbei. Und da muss ich sagen, da war ich wirklich happy, weil Schaumstoff zu bekommen zum Raumdämmen, das ist wirklich schwierig gewesen. Auch da ist augenblickliche Materialknappheit, da kriegst du zwar was, aber da musst du auch viereckig Geld auf den Tisch legen, sodass ich mit dem lieben Elmar da gedealt habe und wir uns auf kleine Mädchenkurs geeinigt haben und er mir den Schaumstoff vorbeigebracht hat. Also da nochmal mein Riesendank, Elmar, ohne dich wäre es nicht möglich gewesen. Und du hast noch jemand anders sehr glücklich gemacht, den Rupi aus Lübeck, weil der brauchte den Restschaumstoff, den ich noch übrig hatte, den habe ich ihm gegeben, weil der musste seinen Prüfstand auch abdämmen. Das bedeutet, der liebe Elmar hat zwei Jungs sehr, sehr glücklich gemacht. Also nochmal vielen Dank in die Richtung, das war Granate. So, dann war der Raum gedämmt, das Licht, die Elektrik war drin. Ja, da fehlte eigentlich nur noch der Prüfstand. So, und dann ging's los. Dann habe ich Kontakt mit Dietmar aufgenommen von Lutz Racing und habe gesagt, Dietmar, ich habe was vor, ich brauche einen Prüfstand. Und dann hat der Dietmar gesagt, was brauchst du denn? Naja, sage ich, was hast du denn? Und dann hat er mir ein Angebot gemacht und hat gesagt, ich kann dir anbieten von bis, einmal das Komplettpaket oder einmal nur Einsteigerpaket. Und ich habe gesagt, du pass auf, ich habe im Grunde alles fertig, ich will... sagen wir mal, alles haben, was es zu kaufen gibt bei dir, was muss ich dann noch dafür machen? Und dann hat er gesagt, pass auf, ich habe alles da, das Einzige, was du dir dann selber machen musst, ist das Gestell. Das heißt, das Stahlgestell, auch da habe ich ein paar Fotos für euch, das Stahlgestell musste ich selber fertigen. Da habe ich aber die schweißerischen Möglichkeiten nicht gehabt. Ich hätte das schon mechanisch zueinander gekriegt. Aber ich habe weder den großen Schweißtisch, noch habe ich das Material da. Da hat mir der Stefan geholfen, Stefan Teutrine. Schnucki, vielen Dank dafür. Der hat gesagt, ich komme vorbei, hat das ausgemessen. Mit dem Kugelschreiber und mit dem Auge, glaube ich. Weil gemessen hat er nicht wirklich viel. Ja, ich machte das schon und so. Und dann habe ich ihm noch eine Zeichnung gegeben vom Dietmar, wie der Rollenkörper aussieht. Und zwei Tage später ruft er, sagt, kannst du holen. Ich sage, wie kannst du holen kommen? Ja, kannst du holen kommen, bin fertig. Ja, okay, bin ich hin und habe mein Prüfstandsgestell geholt und was soll ich sagen? Stefan, ich habe das hingestellt, ich habe die Rolle reingestellt, ich habe das verschraubt, das passte wie Arsch auf Eimer. Da musste ich kein Loch nachfeilen, da musste ich gar nichts machen. Das ist einfach Granate, wenn man da mit Profis zusammenarbeitet. Also Stefan, Sonnenschein. Hab dich lieb, hast du super gemacht. Ja. War wirklich nicht viel. Ich glaube, das waren knapp 200 Euro Stahlpreis, den ich da investiert habe, um das Gestell zu bauen. Dann nochmal 30 Euro für Schwerlastfüße. Das Ganze soll ja auch einigermaßen auszurichten sein und ins Wasser zu stellen. Oder gerade auszurichten. Ich glaube, man sagt nicht mehr ins Wasser stellen. Ne? Also wir alten Mechaniker, wir sagen ins Wasser stellen. Shitstorm jetzt! dann musste noch so eine usselige Holzplatte drauf, weil irgendwie musst du ja drauf stehen können, wenn du nützt ja nichts gestellt, die Rolle steht sicher, aber der Roller muss ja auch gut stehen.
Dann habe ich noch so eine Holzplatte gekauft, die lag auch so bei 100 Euro, das ist so eine mitteldichte Faserplatte, aber so harzgetränkt, das ist so eine Siebdruckplatte, heißt das, 19 mm, die lag auch bei 100 Euro. Dann habe ich von motorradwippe.de, heißt das, glaube ich, kann ich euch gleich mal einblenden, aus meinem alten Bulli habe ich noch so eine Wippe, die habe ich da einfach draufgesetzt, da haben wir so ein verschiebbares Schienensystem gemacht, sehr einfach gehalten, aber effektiv. Der Roller steht rechts und links ein paar Ösen dran, damit man die Zurgurte anbringen kann, damit man den Roller abspannen kann. Das heißt, ich kann den nach vorne abspannen und ich kann den nach hinten abspannen. So, das kam auch noch dazu. Dann zum Thema Prüfstand. Also, ich habe vom Dietmar bekommen die Steuerung, den Computer, den, das Lambda-Messgerät. Also, ich kann sowohl Lambda-Wert messen als auch, was haben wir noch? Lambda-Wert? Genau, Lambda-Wert kann ich messen. Dann habe ich mir selber gekauft einen Bildschirm und einen Drucker. Total blöd ist auch, wenn man farbliche Kurven darstellt und sich einen Schwarz-Weiß-Drucker kauft. Das ist ungefähr so sinnbefreit wie im Schlafsack in eine Sauna gehen. Kannst du machen, ist halt scheiße. Also ich habe mir einen Schwarz-Weiß-Drucker gekauft, um farbliche Kurven darzustellen. Also man muss jetzt die Kurven immer einzeln drucken, man kann die nicht übereinander legen, weil du kannst nicht sagen, die rote Kurve ist das und die blaue Kurve ist das, weil das ist alles schwarz. Also da muss ich nochmal nachbessern. Hab das angeschlossen und dachte mir so, ach, guck mal, der druckt nur schwarz-weiß, stellst du mal um auf Farbe. Bis ich dann rausgekriegt habe, ja, du Klappspaten, hast ja wirklich nur einen Schwarz-Weiß-Drucker gekauft. Naja, was egal. So, dann haben wir, was haben wir noch? Ja, Drucker habe ich gesagt, das habe ich gesagt, die Steuerung, den Computer, Lichtwellenleiter, Zündabnehmer. Die Steuerung funktioniert per Bluetooth und per USB-Verbindung. Dann gibt es noch eine Remote-Fernbedienung dazu. Du kannst dich auf einen Roller stellen, kannst losfahren, kannst deine Messung per Fernbedienung starten und auch per Fernbedienung stoppen. Ja, das war's. So, ich blende euch mal die Preise ein, von wo bis wo das geht. Ihr kommt, sagen wir mal so zwischen 1200 und 5500 Euro, bekommt ihr die Möglichkeit, euren eigenen Prüfstand zu bauen. Ihr müsst natürlich dann das Drumherum noch bauen. Also wenn ihr einen Raum habt, wo ihr den reinstellen könnt, braucht ihr natürlich den Raum nicht bauen. Ich musste den Raum bauen, weil ich in meiner Halle zwar genügend Platz habe, aber wenn hier drin dann die Roller toben, dann bricht nebenan das Gebäude zusammen. Weil hier, das ist nur Blech und das schallt, da fetzt dir echt das Gehör weg. Und die Vermieterin hat gesagt, ich glaube, du spinnst, wa? Du kannst ja hier nicht. Also, schallgedämmter Raum, musst du drumrum. Ihr kommt, je nachdem, wo ihr euren Prüfstand dann hinbauen wollen würdet, deutlich besser weg, wenn ihr einen Raum habt, wo ihr das Ding einfach reinschieben könnt, die Tür zumachen könnt und fertig. Das Ding braucht nicht viel Platz. Die Abmessungen von der Plattform sind 2,20 Meter mal 950. Also so im Grunde sind die Außenmaße dieses Gestells. Und was haben wir noch? Das war's. Also alles in allem kannst du dir so einen Prüfstand bauen, wenn du handwerklich affin bist und wenn du einiges selber beherrschst oder viele Freunde hast, die dir da helfen können, dann kannst du echt für ein kleines Geld dir so einen Prüfstand kaufen. So, dann kommt dazu, und das ist etwas, was ich ganz besonders hervorheben will. Wir hatten bei der Montage ein Problem. So, das Problem, was wir hatten, war vermutet ein mechanisches Problem. Wir hatten beim Wellenlauf, also wenn der Roller gelaufen ist auf der Rolle und der lief dann im Freilauf, also im Leerlauf, lief die Rolle sauber durch, dann hatten wir immer so Ausschläge, so Peaks im Messbild. Und das war mega unruhig. Und da haben wir gedacht, das Thema wäre ein mechanisches. So. Dann hat der liebe Dietmar, Megatyp, wirklich ein Megatyp. Also Dietmar, du bist echt Granate. Also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Der hat sofort eine neue Rolle geschickt und eine neue Steuerung geschickt. Sagt, kein Problem, schicke ich dir zu, baust du ein, dann wird das Problem gegessen sein. Wir haben gedacht, es wäre vielleicht ein kaputtes Lager. Das machte auch so beim Laufen ein kleines Geräusch. Er sagte von Anfang an, das kann es aber eigentlich nicht sein, weil die Lager benutze ich ewig und 3 Tage und da ist nichts kaputt. Okay. Dann haben wir... also hat er alles runtergeschickt, das kam dann auch direkt eine Woche später an. Dann habe ich letzten Samstag,
den ganzen Scheiß wieder ausgebaut, die neue Rollereien, den ganzen Kram wieder zusammengebaut, habe alles wieder Taco gemacht, stelle den Roller drauf und fahre eine Runde und stelle fest, die Scheiße sieht genauso aus wie vorher. Das war an einem Samstagabend. Dann habe ich den Dietmar angerufen, sagte, Alter, ich bin gerade auf dem Rennwochenende, morgen früh 8 Uhr sitze ich am Rechner, wir machen Teamviewer, ich schalte mich online auf, wir checken das, wir suchen so lange, bis wir den Fehler haben. Und dann hat er, wirklich bombastischer Typ, der hat Wort gehalten, hat gesagt, 8 Uhr war der am Telefon, Sonntagmorgen, dann saß ich hier unten im Prüfstandsraum, dann haben wir uns per Teamviewer, WLAN-Verbindung, alles dabei, haben wir uns aufgeschaltet und dann haben wir Fehler gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Nach 3 Stunden waren wir dann so weit, dass wir den Fehler gefunden hatten und jetzt kommt der Knaller. Und das ist eigentlich immer das Allerschlimmste, wenn du handwerklich gute Arbeit machst, wie der Dietmar, und dann Komponenten kaufst, nämlich Elektrokomponenten, um dem Kunden den Rechner aufzusetzen. Also ich konnte das wirklich alles zusammenstecken, einschalten und es ging sofort los. Ich brauchte gar nichts mehr machen. Mega. Und stellen fest, das müsst ihr euch mal wegtun, und stellen fest, dass das uselige Netzteil von diesem Scheißrechner so Interferenzen erzeugt, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen Steuerung und Computer so gestört wurde, dass der, dass die Steuerung Ausschläge nach oben gemacht hat und das Messergebnis verfälscht hat. Das Netzteil. Da bist du natürlich total tiefenentspannt, wenn du dann merkst, du hast mal so Bauteile für, was weiß ich, 2000 Euro von Österreich nach Deutschland geschickt und das hätte überhaupt nicht sein brauchen. Das hat er aber alles gemacht und er hat sich wirklich bemüht, den Fehler zu finden. Und wir haben den Fehler dann Sonntag nach 3 Stunden intensiven Suchens, nachdem wir ausschließen konnten, dass es nicht die Rolle war, auch sofort gefunden. Auch da nochmal, Dietmar, vielen Dank. Das war echt sensationell gut. Und er hatte noch gesagt, wenn wir den Fehler nicht finden, sitze ich morgen früh im Auto und komme aus Österreich zu dir gefahren und gucke mir das vor Ort an. Da habe ich nur gedacht so, wenn es besser nicht geht, ne? Also, der Lutz Racing Prüfstand ist für eine kleine Mark zu kaufen. Ja, das ist jetzt Werbung für den Dietmar. Das ist mir aber auch total wurscht, weil das einfach ein super System ist und hervorragend funktioniert. Wenn man dann einfach ein Netzteil umsteckt, dann, ehrlich Leute, ohne Scheiß, wir haben die Kabelverbindung hergestellt, wir haben das Bluetooth ausgestellt, Kabelverbindung, neues Netzteil, Kabel wieder raus. Und festgestellt, ja, ärgerlich, aber trotzdem gut, dass es so schnell dann gefunden wurde. Aber da seht ihr, dass so ein kleines Bauteil eine große Wirkung haben kann. Gut, haben wir alles gefunden. Jetzt läuft alles problemlos. Ich bin super glücklich. Wenn ihr, ich verlinke euch unten in der Box die Seite vom Dietmar Lutz Racing. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das ganze Projekt hier, also das ganze Next Big Thing, was ich gesagt habe, das ist nicht gesponsert oder so. Das habe ich alles selber gekauft und alles auch selber bezahlt. Die Kurse waren wirklich spitze. Für das, was du bekommst für das Geld, gut, du musst noch was an Eigenleistung reinstecken, aber du bist deutlich unterhalb von fünfstellig, ne? Und da hätte ich bei dem anderen Unternehmen halt für 12.000 Euro war das Angebot, wirklich den Prüfstand bekommen und nichts an Raum, gar nichts. Ja? Und jetzt habe ich alles in allem die Hälfte bezahlt und habe einen kompletten Raum, einen Prüfstand mit allem drum und dran. Ja, etwas mehr als die Hälfte. Ja, und bin mega happy. So, jetzt wisst ihr Bescheid, warum ich so lange abstinent war, warum ich so lange nicht da war, weil ich wirklich sehr viel gebaut habe und sehr viel gemacht habe und sehr viel getan habe, wo einfach auch keine Zeit war, großartig noch Videos zu machen. Zusätzlich habe ich noch das ein oder andere Motörchen repariert aus dem Freundeskreis, weil die wollten natürlich alle irgendwie jetzt, wenn es dann warm wird und Corona zum Glück dann sich entschlossen hat, mal ein bisschen lockerer zu werden, wollten die natürlich alle Roller fahren, habe ich neben einem oder anderen Kumpel noch geholfen und hatte auch beruflich viel zu tun. Deswegen war es etwas ruhiger. Aber jetzt sind wir wieder da, ihr wisst jetzt Bescheid. Und noch ein Tipp am Rande, wer Bock hat, kann gerne vorbeikommen, kann seine Kiste hier auf den Prüfstand stellen und kann hier, machen wir Termin aus und dann könnt ihr hier mal testen und ja, ist ja immer ganz gut. Ich weiß ja selber, wie es ist, wenn du jemanden brauchst, der einen Prüfstand hat und keinen kennst und nicht weiß, wo du hin sollst, musst, kannst, darfst. Was das Besteck angeht, habe ich von Mikuni alles hier und SI-Vergaser habe ich alles hier, an Kahin gehe ich nicht ran. Wer Kahin-Vergaser abstimmen will, der darf sich dann gerne selbst behelfen. Kahin mache ich nicht.
So, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, der mir geholfen hat. Falls ich jemanden vergessen haben sollte, tut mir leid. Ich denke aber nochmal scharf nach. Nee, ich glaube nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Wenn nicht, lasst da keins da. Ein Daumen nach oben wäre super. Und der ein oder andere wohlwollende Kommentar, freue ich mich natürlich auch drüber. Jetzt gibt es auch wieder ein paar Videos. Ich bin am Sonntag für euch unterwegs und mache wieder einen geilen Zu-Besuch-bei-Video. Jetzt dürfen wir ja wieder vor das Loch, also wir dürfen wieder vor die Tür, ohne dass wir erschossen werden, wenn wir uns nach 10 Uhr mit irgendwem unterhalten. Von daher geht's jetzt wieder los. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auf der einen oder anderen Ausfahrt. Der Kuder läuft ja auch wieder. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bleibt anständig und fromm und wir hören uns bei Neuigkeiten. Tschüss.